abonnieren, abonnieren, abonnieren. Oh, hey, der Vater, was steht heute da, der Axfaktor? Heute macht man einen rauen Ausflug mit dem Sixpack. Oh, ich hätte mir schon was Geiles vorgestellt irgendwo. Hast du nicht eine bessere Idee? Oh! Ich mag sehen! So, was steht da? Oh, hey, der Vater, da ist ja auch was. Oh, hey, da! Mit was startet, du magst sehen, oder? Darf ich auch sagen. Was passiert da? Wir haben einen Urlaub fahren. Da ist den Original, der was drinnen ist. Der kommt raus. Das heißt, den baust du aus, du hast den Kosten, damit Original Original bleibt. Und da kommt der geile Setup rein, oder? Da kommt auch den, 70 rein. Athena! Und, was kommt noch rauf? Filmvergaser. Bing, bing. Die Innereien werden schon hergerichtet, oder was? Versifft. Versifft. Alter, vor der ganze Tag nur Innereien. Hä? Stellungswechsel? Stellungswechsel. Auf geht's auf die Fräsbank. Fräsbank sogar? Siehst du, Deppel? Fräsbank jetzt nicht. Da liegen schon die Innereien bereit für die Motoren. Und Fußessel. Siehst du, Deppel? Du verwendest ausschließlich Rito. Rito Werksfahrer. Rito Werksfahrer. Sagst du das nochmal? Bei der Buchmarke 10 kommt der MVD-Zündung, oder was? MVD, 12 Volt Anlage. Org. Hey, die Org ist ein Video gestern, was orange ist. Nein, natürlich nicht. Nicht die. Wo kommt der hin? Ich komme vom Straßenbereich. Das ganze Auge Straßenbereich. Das ist ein Lager. Dreimal Lager. Auf die. Das heißt, die sind einmal alle fertig, oder? Kurbeln cool, sind auch alle fertig, also? Zuerst die 70, sagst du. Zuerst die 70? Kann der trickern. Dass wir den heute noch Probe fahren. Vielleicht hängen wir noch eine. Jetzt aber schnell, Taxi, jetzt aber schnell. Das Wichtigste beim Motoren zusammenbauen ist nämlich auch Hektik. Schnelligkeit und Hektik. Hektik. Dann nimmt man beides gleichzeitig in die Hand am besten. Und schaut, dass man beides gleichzeitig so schnell wie möglich den Motor in die Luft einmal fängt und dann so schnell wie möglich alles einweckt. Dann sofort den Deckel drauf und sofort zuschrauben. Einmal mit dem Hammer voll drauf dreschen.
schaut das aus, rennt alles nach Plan. Rennt alles nach Plan. Wirklich wahr. Springt nicht mehr einen anderen. Mir ist auch noch nie einer rausgesprungen, ehrlich gesagt. Mit der Pimpeten schmierst du das alles nochmal optimal. Für die Energie zwischendurch. Wow! Red Bull, verleiht Flügel. Gib's ja Wings, sind wir. Gib's ja Wings. So, was haben wir jetzt gefunden da draußen im Stadl? Zeig das her. Da haben wir von die kleinen Zylinder haben wir schon einen Anplanten gefunden. Was glaubst du, wie der geht, Alter? Das sag ich dir schon. Das ist schon ein wenig Anplanten. Der geht aber mal gereinigt. Geht schon. Geht also, passt, ist gar nichts. Jawohl. Die kleine Schabe verbiertel. Sagt das auch immer verbiertel, oder? Sagt das verbiertel? Ich sag, was schätzt jetzt? 2. Ich schätze 1,7. Die? Nix. Wie gibt's das? Hast du gerade gefahren beim Alporno? 2 Weinviertler. Ja, servus. Ich hätte gern 2 Pizzen zum Abholen bestellen. Zum Knoblauch. Passt drüber schon. Gut, danke. Bis gern. Werden wir jetzt die Pizza holen, hat der Dax Factory ein Paket noch mit. Wenn ist das Dax? Nicht ein Paket, sondern das ist ein Frankie sein Paket. Frank by the Lake. Wird weggeschickt. Spezielles Geschenk. Schaut auf Frank seiner Seite vorbei. Ich verlinke das da. Abonniert unten. Frank Pedelec. Also folgt ihm und abonniert ihm auf YouTube und ja, schaut mal nach, was da drin ist. Jawohl. Gibst du das jetzt auf in Frank oder was? Frank, das gebe ich auf. Masken auf. Desinfizieren. Desinfizieren. Da geht er dahin. Frank, viel Spaß mit Anreißer. Ist es weggegangen zum Frank? Ist weggegangen, express, der ist gleich weggefahren. Das Parkl ist schon weg, Frank. Fahr, ha, Pifa! Bist du deppert, Alter, schau dir das an! Max, bist du bereit für die zweite Halbzeit? Ja. Der Motor wartet da oben schon. Die Rode steht schon oben und Bauch. Stärkung. So, die nächsten Schritte, Herr Factory. Haben wir da einen Pixel rein. Okay. Passscheiben. Business Pixel. Passscheiben brauchen wir noch. Okay. Was kommt da für Kupplung eigentlich rein, ist die Frage. Kupplung kommt original, erprobt, wenn erprobt, 3 Brocken, Suflex. Okay, also von der Supermaxi eigentlich originale. Jawohl, mehr braucht man nicht leider. Ja. Ich nur original gehört. So, das ist kein Loch, auf den Buchschub nimmst. Da draußen die Grippelfücher, die kleinen. Die Kupplung ist gefunden. Ring fertig schon. Ja, wenig sichtbar. Die Kupplungsbrocken drinnen sind aufgebohrt, dass sie leichter sind. Da hinten auch weggeschnitten. Und also blaue Federn haben wir auch noch eine gehabt. Sehr gut. Mofa-Rennen gefahren. Ist schon Mofa-Rennen gefahren? Erprobt. Wirklich? Ist schon mal Mofa-Rennen gefahren? Alles auch angeschraubt, alles fix fertig. Und jetzt der Deckel drauf und zu. 17er Deckel.
Bist du deppert? Hast du schon mal MVD verwendet? Ja, das erste Mal. Wie viel so viele Kabel. Und da hat er jetzt die ganz neuen Dax Factory Verzahnungen extra leicht, oder wie? Zero Weight. Zero Weight. Jetzt das Wichtigste von ganz oben. Wie geht das am Arsch, aber immer wenn die Zylinder, oder? Der kommt nicht im Mittel, das schaut so richtig schier ja, aus. Der Motor ist fertig. Dax Factory Qualität. Wie viele Quetschkanten haben sie da, Herr Jenke? 1,4. Und was sagen Sie da dazu? Nein, das. Was war heute los? Was ist denn heute? Er wollte ihn fertig machen. Warum? Aber ich hab heute schon gesagt, irgendwann vorher da war. So, neuer Tag, neues Glück. Wir sind wieder back beim Dax. Heute im Freien. Und der Dax hat schon den Motor mal eingebaut. Anreißer und alles ist drauf. Jetzt geht's darum, wo er die Zündspulen von der MVD-Zündung platziert. Und ich würde sagen, wir warten einmal, bis er wieder da aus seiner Katakombenwerkstatt rauskommt. So eine Banderei, so eine. Alter, Dachskabel über Kabel, kennst du da überhaupt noch irgendwo aus? Hast du eine MVD-Zündung als empfehlen oder eher nicht? Ich weiß nicht, wenn es gut geht, vielleicht. Davor eher nicht. Na ja gut, ich verlasse dich jetzt, glaube ich, dann einmal. Bis Sonntag meint er der Tag, dass er fertig ist. Hapert anscheinend ein bisschen. Schauen wir dann auf die andere Seite. Na ja gut. Wie schnell es geht auf der Im.